Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavier am Start mit einer neuen Folge von Good vs. Food. Wir sind bei den LD-Monstern angelangt und diesmal machen wir das Ganze ein bisschen anders. Bisher habe ich ja immer bin alle Monster durchgegangen, habe dann gesagt, gut, schlecht, wie man ruht, wo man einsetzen kann. Diesmal machen wir das Ganze anders und wir kümmern uns um meinen Akku. Ne, wir kümmern uns um die L und D 3 Stars heute, um beide, aber ich nenne euch nur die besten LD 2 und 3 Stars, die sich lohnen. Also heute seht ihr ein Top LD 3 Star Video. An dieser Stelle, wie immer, es ist meine persönliche Meinung. Wenn ihr anderer Meinung seid, gerne in die Kommentare schreiben. Könnt mir gerne auch Monster vorschlagen, von denen, die oder die ich noch nicht so auf dem Schirm hatte. Und könnt auch gerne anderen Leuten helfen. Will hiermit keinen irgendwie angreifen oder so, sondern einfach nur meine Meinung mit euch teilen, an der ihr euch gerne orientieren könnt, aber bildet euch immer eure eigene Meinung. Viel Spaß! Das erste Monster auf der Liste ist dieser kleine Dude hier, Taru, der jetzt nicht meine größte Empfehlung der Three Stars ist, den man aber trotzdem nicht komplett vergessen kann und der sogar Spaß bereiten kann. Das ist kein Monster für Anfänger, sondern eher was fürs Endgame, wenn man Fun haben will. Dieser Typ kann nämlich die Verteidigung des Feindes ignorieren und bekommt 50% Bonus Crit Rate. Das heißt, man muss wirklich nicht sehr auf die Crit Rate achten, sondern kann alles in Attack und Crit Damage ballern. Die Stats sind natürlich sehr weak, dafür haben wir 114 Base Speed. Also Fun Toy für später, nichts für die Anfänger. Monster Nummer 2, Arkajan. Merkwürdig, das ist eher das Monster, das euch in TWA nervt. Das ist ein Monster, das man in Necro benutzen könnte, falls man keine Alternative hat. Also in der Situation ist er ganz witzig, countert sehr oft, bricht dadurch das Schild, kann Slow draufpacken. Also er ist so das Monster, das man benutzt, falls man keine Foire oder Run hat. Eher für Midgame-Spieler, die gerade an einem Necro-Team arbeiten und wie gesagt keine andere Alternative haben oder den ganz witzig finden. Also witzig ist er auf jeden Fall, aber ist jetzt nicht das beste Monster. Ich möchte trotzdem in dieser Serie hier, naja, auch mal ein paar halbwegs vernünftige Monster betrachten, die wir jetzt nicht, also die jetzt nicht gar nichts können. Übrigens zu den Runen von dem eben natürlich komplett Damage Build und hier haben wir einen für Necro, dann würde ich ihn auf Gewalt Rache ruhen, obwohl er hier schon mit kontert, können wir natürlich auch noch extra Rache ruhen und wir ruhen ihn am besten Hybrid. Das nächste Monster, das ganz in Ordnung ist, ist Charman, den ich auch schon öfter erwähnt habe. Das ist ein Monster für Raid 5. Klappt nur in bestimmten Teams, ist ganz interessant, kann halt nicht gestunt werden. Fügt hier Debuffs zu und hier auch noch ein Debuff. Also ist ganz interessant, aber auch nur, wenn ihr auffallen wollt. Ja, es ist jetzt nicht meine Top-Empfehlung, aber wenn ihr auffallen wollt, dann könnt ihr ihn bauen. So, Neil. Neil ist ein gutes Monster. Hat jetzt sogar die zweite Erweckung bekommen. Sieht ganz nice aus. Also sie war vorher schon gut. Ist jetzt auch gut. Ist ein Monster, das man als Anfänger wie Midgame und auch Endgame-Spieler gut benutzen kann. Früher war die halt sehr beliebt wegen der Leo Ragdoll Stage in TOA. Man kann sie aber auch so ganz gut benutzen. Ist nicht das Top-Tier. Es gibt auch andere zweite Erweckung, die ich interessanter finde, aber Neil dürfen wir jetzt nicht weglassen, die ist eigentlich ganz nice mit diesen zwei Runden Unbesiegbarkeit und jetzt auch noch dem Cleanse. Also relativ gut, ich bin mit ihr zufrieden, ich mag die. Nächstes Monster, Kabila. Ich denke, dazu muss man nichts sagen, die kennt jeder, die ist auch nach wie vor gut, das ist aber eher so für den Endgame-Bereich. 120 Base Speed, dient quasi als Bernard-Ersatz, um die Attack-Leiste so schnell wie möglich zu füllen, damit ihr zum Zug kommt und zack, ihr killt die Gegner. Dafür ist Kabila gedacht. Die ist squishy, die hält nichts aus, aber ihr ruht sie ganz schnell. Tempo-Set, Speed, alle anderen Stats sind quasi vollkommen egal. Ihr ballert Speed rein, wo ihr nur könnt, damit ihr den ersten Turn 100% bekommt. Nächstes Monster, Theon. Mag ich sehr gern, das Monster kriegt jeder. Falls ihr es verfootet habt, müsst ihr hoffen, dass ihr ihn aus einem LED-Blitznauer bekommt. Das ist mir nämlich passiert. Sehr beliebt für RTA. Der ist halt mega cool, der kann reviven. Macht ansonsten das gleiche wie Kona.
Und Kona und Theon sind extrem nervig. Die Garudas, ihr kennt bestimmt so Doppel-Garuda-RTL-Videos, die stunnen hiermit die ganze Zeit. Die können die ganze Zeit den Angriffsbalken von einem füllen, geben dem Attack-Buff. Man kann Theon zum Beispiel auch mit einem Lucian zusammen benutzen, mit einem langsamen Lucian. Problem bei Theon ist, Base-Stats sind nicht so toll und 95 Base-Speed. Trotzdem sind seine Skills extrem nice und das ist ein guter Vogel. am besten Gewalt, so Speed, HP, HP oder so. Next Monster, Bella. Ich glaube, dazu muss ich nichts sagen. Mit zweiten oder durch die zweite Erweckung ist Bella jetzt noch besser geworden. Anfängermonster durch und... Also kann man auch im Endgame benutzen, aber ich meine, jeder Anfänger sollte eine Bella bauen. Also Bella gehört zum Team dazu. 100% bauen, bauen, bauen. Am Anfang kann man Bella ruhig auf Tempo ruhen, später dann auf Gewalt und naja, so im Endgame kann man sogar Bella wieder auf Tempo ruhen, falls man hier mit den First Turn bekommen will oder Bella zum Beispiel mit Garni kombinieren will, dann hier mit Strippen will und dann Attack-Buffe gibt, Angriffsbalken gibt, falls wir scheitern und falls wir nicht scheitern, können wir dann mit Garni das Monster zurücksetzen oder so. Speed, HP, Def oder Speed, HP, HP mit Accuracy Subs. Man kann Bella sogar im Raid benutzen. Man kann Bella überall benutzen. Bella ist einfach extrem krass. Groggo, ein sehr cooles Monster, das ich gerne im GK und BK benutzt habe für spezielle Situationen. Extrem heftig gegen irgendwelche Dark Monster. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt im BK gegen Jubel, Moon und Rakuni kämpfen würdet, dann nehmt ihr Groggo mit und zwei Wassermonster, wie zum Beispiel die zwei Wassertwins, dann geht jeder auf Groggo und der kann das halt durch seine Passive extrem gut tanken. Gibt unterschiedliche Arten, wie man ihn ruhen kann. Manche haben ihn auf Vampir, ich habe ihn zum Beispiel auf Destroy Rache, man kann ihn auch auf Damage bauen, ist euch überlassen. Ich finde die Tank-Variante mit ein bisschen Crits ganz interessant. Man kann ihn auch auf Qual ruhen, obwohl er eh schon stunnen kann. Hier. Aber die Chance ist nicht so hoch. Also cooles Monster. Next Monster ist Shren. Kann wie Kali auch die Verteidigung des Feindes ignorieren. Und hier haben wir sogar, naja, eine Art Heal. Spezielles Monster. Problem ist, sie ist Rückhaltstyp. Und das hier skaliert natürlich mit Attack. Also kann man sich anschauen, so als Fun-Toy fürs Endgame. Ishir! Ein bisschen unbeliebter geworden. Früher war der extrem beliebt, so 2017, 2018. Jetzt sieht man Ishir eigentlich gar nicht mehr. Ishir ist ganz cool, braucht gute Runenqualität, man braucht halt viel Speed, man braucht sehr viel HP, man braucht Crit Rate, man braucht Crit Damage. Und am besten noch ein bisschen Defense und Accuracy, damit man auch ein bisschen strippen kann. Ansonsten ist Ishir extrem cool, kann man im GK, BK und so benutzen. Wir kommen auch direkt zu Lin. War 2018 das beliebteste Monster hier mit ihrem extrem heftigen Skill. Hat Lin, naja, im Wasser-Dungeon Boss so, ich glaube, 2 Millionen Schaden gemacht oder so. Also extrem für Dungeon Speedruns. Ansonsten nicht geeignet fürs PvP, auch nichts für Anfänger, nichts für Midgame-Spieler. Shaolin ist jetzt interessant geworden, hat wirklich durch den Buff über 10.000 AP bekommen. Ich bin kein Fan von ihr, aber wenn ihr Katzen mögt, schaut einfach mal rein. Ist auf jeden Fall interessant, aber nicht mein Fall und ich habe sie nach wie vor noch in keinem einzigen Kampf gesehen. Deswegen möchte ich sie nicht komplett ignorieren, aber auch nicht so viel zu ihr sagen. Aber dafür gibt es mehr über Darion. Früher belebt, dann ist er ein bisschen abgetaucht und dann wurde er wieder belebt, seit das Labyrinth raus ist. Durch seine Passive wird das ganze Team sicherer, ist auch oder kann man auch als Anfänger sehr gut zu den ersten Giants und Dragons Teams benutzen. Er bringt halt nicht so viel mit, außer diese zwei Debuffs. Ansonsten ist er halt neben dem Labyrinth extrem beliebt im Raid, da kann man ihn sehr gut benutzen. Früher hatte ich ihn auf Gewalt. Aktuell habe ich ihn auf diesen neuen Runen, also dass mein Team mehr Resistance, mehr Defense und mehr HP hat zum Beispiel. Richtig cooles Monster, einfach tanky Runen. Dona können wir auch noch erwähnen. Ich bin eher der Fan von Marv, den finde ich viel besser, aber der Skill ist eigentlich ganz cool. Das ist ein AOE Cleanse und wir füllen den Angriffsbalken um mindestens 15% und um weitere 5% für jeden entfernten Schädlichen Effekt. Es kann ganz gut abgehen. Aber wie gesagt, ich würde eher den Fokus auf Marv legen.
Wir sind kurz vorm Ende. Fran, mein Hassmonster, das Top-LD-Monster dieses Jahres. Auch wenn sie jetzt genervt wurde. Übelst heftig. Attack Buff, Immunity, Heal, Cleanse, fucking Stun und Attack Leiste wird reduziert. Ne, Stun weggenommen worden. Stun ist weggenommen worden. War früher ein Stun, ist jetzt Weaken Attack und Angriffsbalken Reduction. Meistens sind auf Speed Wille, Speed HP, HP oder Speed HP Death geruhen. Extrem heftig in RTA. So ein nerviges Monster, kann man natürlich auch im GK, BK benutzen. Sehr, 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 sehr stark. Das war's mit den Light-Monstern. Wir wechseln jetzt mal ganz kurz rüber zu Dark. Hier gibt es ein paar weniger, die wir uns angucken können, die interessant sind. Wir beginnen als erstes mit Crow, dem coolen, aber wir haben das leider ein bisschen falsch gemacht. Wir haben ein paar übersprungen. Gehen wir noch mal der Reihe nach. Zu Hellea als erstes. Phantoi fürs Endgame. Habe ich schon ein Video darüber gemacht. Schaut euch das an. Mega Damage. Genau wie Shuma. Phantoi fürs Endgame. Mega Speed. Cooler Damage. Camulest habe ich auch ein Video gemacht. Das sind so die drei schönen Dark Monster. Camulest mega witzig. Braucht keine Runen, muss nicht gelevelt werden und man kann ihn gut benutzen. Schaut euch mein Camulest-Video an. Und jetzt sind wir bei Crow. Crow ist durch die zweite Erweckung beliebter geworden, hat weniger Attack als Brandia, kann aber branden im Gegensatz zu Brandia, die nicht branden kann. Macht anscheinend extrem viel Schaden. Ist cool, ja, wirklich cool. Würde ich Anfängern auch nicht ans Herz legen, ist eher was fürs Mid- bis Endgame, kann man gut im GK und BK und so benutzen. Ist natürlich nach wie vor kein Level 5, aber es hat schon, er hat schon interessante Stats für ein normalerweise Net 3, ja, wenn wir uns das hier anschauen. Richtig gut geworden und macht viel Damage. Mantu Baby, TOA sage ich hier. Man kann sie aber auch als Damage Dealer in der Cleave benutzen, weil sie sehr viele Debuffs macht und so. Also man könnte Mantu rein theoretisch auch mit einem Amir zusammen benutzen. Aber in den meisten Situationen wird Mantura einfach für TOA benutzt. Macht Dots. Was macht die noch? Attack Slow und kann sogar Strippen. Also, und Defense Break, stimmt, Defense Break hier beim dritten Skill auch. Also sehr cool für TOA. Ich habe sie dann auf Qual geruhnt. Normalerweise dann so Speed, HP, HP oder Speed, HP, Accuracy. Meine ist sogar auf Crit Rate geruhnt, bringt aber nicht so viel. Varus, Phantoi fürs Endgame. Stunt und hat eine coole Passive. Und warte, hier steht das mit dem Stunt, oder? Nee. Wo steht das mit dem Stun? Ah, hier. Betäubt den Feind, wenn du einen kritischen Treffer landest. Man ruht Varus auf Speed, Crit Rate, HP am besten. Cooles Monster. Jultan! Genau wie Ishia, früher beliebter als heute, wobei man Jultan eher noch im BK-Dev sieht, weil er manchmal gefährlich sein kann. Man ruht ihn halt sehr, sehr, sehr auf HP. Man will trotzdem noch Speed haben. Und auch wie bei Ishia, optimalerweise auch ein bisschen Crit Rate, Crit Damage und ein bisschen Defense. Also man braucht extrem viel. Wir können ihn einfach auf Triple AP ruhen, um so viel wie möglich zu countern. Aber man will auch die anderen Stats nicht komplett vergessen. Jubel! Belebt für den BK. Ich habe es ja eben schon im Beispiel von Grogo genannt. Diese Jubel-Devs. Jubels kann man auf viele unterschiedliche Arten und Weisen ruhen. 113 Base Speed ist natürlich mega schick für ein Speed-BK-Team. Die meisten ruhen Jubel dann nicht so klassisch, so Speed, HP, HP, sondern nehmen dann auch manchmal sogar Crit Rate oder Crit Damage in Slot 4, damit Jubel noch mehr Damage raushaut. Ist natürlich individuell an euer BK-Team angepasst, also müsst ihr euch da was überlegen, was am besten zu euch passt. Thrain, TOA-Monster an Seite von Mantura, extrem cool wegen dem Skill. Der berührt die Gegner nicht. Also wenn wir einen Jultan auf der anderen Seite haben oder einen Artamiel, können wir den Skill machen, ohne zu critten. Oder ohne die Monster anzufassen, damit die countern oder uns Schaden zufügen. Das ist so cool. Und hiermit kann er alles stunnen. Also Thrain, top. Speed HP. Mit Accuracy Subs. Und jetzt haben wir Zink.
Zink oder Zink, wie auch immer. Cleave Monster mit Amir müsst ihr mal bei Shredded Puzzle schauen, wenn das Video noch live ist, weiß ich aktuell nicht. Das letzte Monster dieser Liste ist wieder ein TUA-Monster. Basalt. Nein, Basalt. Oh Gott, mein Akku. Basalt, richtig krass für TUA. Und man kann ihn auch wieder in einer Cleave benutzen und sehr viel Damage mit ihm machen. Sein Schaden überrascht mich immer so extrem, weil meiner gar nicht auf Damage gewohnt ist, macht er trotzdem in TUA manchmal sehr viel Schaden. Defense Buff, push die Attack Leiste zurück, Provoke. Was will man mehr? Man holt ihn am besten auf Gewalt Rache und dann Speed HP Death. Also so habe ich meinen zum Beispiel geruhen. Schönes, sehr starkes Monster. So, das waren die besten LD 2 und 3 Stars. Lasst mich wissen, ob ich irgendwen vergessen habe oder wen ihr vielleicht noch gut findet. Und was euer Lieblings-LD 2-Star und 3-Star ist. Vergessen habe ich noch den Huhnhag, den man auch sehr gut in TOA Hard benutzen kann. Das wollte ich noch anmerken. Ja, das soll es gewesen sein, wie gesagt, oder was ich noch anmerken will. Ich habe jetzt die Katzen und die Drunken Master hier nicht so erwähnt, weil ich mit denen noch am wenigsten Erfahrung habe, weil ich die noch gar kein Mal gesehen habe. Die wurden vor ein paar Monaten gebufft, aber ich habe noch keinen gesehen, deswegen konnten die meiner oder habe ich noch keine Erfahrung mit denen gesammelt und konnte die jetzt nicht so präzise erwähnen, wie gut oder schlecht die sind. Die sind auf jeden Fall mal einen Blick wert. Ansonsten denke ich, dass ich die meisten erwähnt habe. So, das soll es jetzt gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.